Lass mal ein bisschen die Stimmung verändern hier. Mag grün, blau oder rot? Machen wir mal so. Und so. Heute erfahrt ihr alles über Raids in Ghost Recon Breakpoint, was schon bekannt ist. Es gibt ein bisschen Golem Island, Footage zu sehen. Der Quantencomputer ist das hier. Das ist eine Tarnvorrichtung, das ist die Chemikalienpipeline. Die ist halt auch durch Wolves geschützt, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Derzeit läuft auf meinem Kanal ein richtig fettes Gewinnspiel. Dafür einfach auf den Link unterm Video gehen und dann kommt ihr hier auf die glean.de-Seite. Ich verlose nämlich zweimal Assassin's Creed Symphony die Karten für Berlin am 8.11.2019. Das ist ein riesiges Assassin's Creed-Konzert. Vielen, vielen Dank an MGP Live und Ubisoft, dass ihr mir ermöglicht, diese Karten hier zu verlosen. Ihr bekommt das Ganze dann als E-Tickets, wenn ihr da teilnehmt. Stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr, bevor ihr auf den Link geht, meinen Kanal abonniert habt. Seid ihr dann auf der Seite, könnt ihr hier verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel mir auf Instagram folgen oder auf Twitch folgen oder auf Twitter folgen. Und je mehr ihr davon macht, desto mehr Chancen habt ihr zu gewinnen. Aufgelöst wird das Ganze am 1.11. Das bedeutet, ihr müsst dann unbedingt in meinen Community-Tab schauen, damit ihr wisst, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Meldet euch bitte, wenn ihr der Gewinner seid, bei mir per Mail, dann kriegt ihr die beiden E-Tickets. Und jetzt viel Glück dabei. An erster Stelle vielen, vielen Dank an Ventox auf Twitter für diese wunderbaren Screenshots von Golem Island. Wir werden uns die gleich gemeinsam anschauen, denn dort wird ein Raid sein. Aber lasst zuerst mal grundsätzlich über Raids sprechen. Was sind denn eigentlich Raids und wofür sind die gut? Und dazu gehen wir einfach mal auf die Ubisoft Ghost Recon Breakpoint Seite, denn das ist, glaube ich, erstmal der erste Anlaufpunkt. Raids sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar. Wann werden sie verfügbar sein? Voraussichtlich mit dem nächsten Update. Das ist aber nur Flurfunk, bedeutet ein Gerücht, was ich gehört habe. Ob das stimmt und wann das Update genau kommt, das ist unklar. Aber es könnte sein, dass es innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen geschieht, denn für den Anfang von Spielen ist Ubisoft bekannt dafür, dass sie die Updates relativ hochfrequentiert rausbringen, bedeutet schnell viele Veränderungen an den Spielen bieten. Und das erwarte ich auch so, dass wir es wahrscheinlich schon Anfang November jetzt in den Raid gehen können. Vielleicht sogar vor November noch, was ich eher nicht glaube. Momentan befinden wir uns ja in Episode 1 von Ghost Recon Breakpoint namens Operation Greenstone. Die wird bis Januar 2020 laufen und im Rahmen dieser Operation gibt es dann den ersten Raid und der nennt sich Project Titan. Ja, der ist halt auf der vulkanischen Insel und was könnte das anderes sein als Golem Island? Dazu dann, wie gesagt, zu den Screenshots später. Raids sind ein 4-Mann-Koop-Ding. Also, ihr solltet schon wirklich zu viert spielen und im Koop spielen nicht alleine. Dort wird es den besten Loot geben. Es gibt übrigens die Möglichkeit, im Spiel bei Jericho in eurem Home-Hub in Erewhon diesen Raid dann zu betreten, beziehungsweise in die Gruppensuche zu gehen, wenn es denn eine Gruppensuche gibt. Vielleicht müssen wir auch als 4-Mann-Premade da reingehen. Aber was wirklich spannend ist, ist, dass für diesen Raid dann neue Regeln gelten sollten. Wie sich das genau ausgestaltet, das können wir dann nur raten. Es wird auf jeden Fall Bosskämpfe geben. Darum geht es. 4-Mann-Taktik-Koop-Gameplay. Das ist ein Raid. Am Ende des Tages gibt es dann halt besonderen, einzigartigen Loot, den ihr halt durch diese Raids bekommt. Und so werdet ihr nochmal besser in Ghost Recon Breakpoint. Aber was ist denn jetzt das Spannende an dem Raid in Ghost Recon? Nun zum einen, dass wir eine neue Herausforderung haben. Ein neues Gebiet, auf das wir bislang nicht konnten. Denn Golem Island ist für alle momentan gesperrt. Ich zeige euch mal kurz, was passiert, wenn man das Spiel startet und probiert, nach Golem Island zu kommen. Und ja, während mein Spiel lädt, hier schon mal der erste Screenshot-Vorgeschmack für euch. Ventox sagt dazu, er hat sich an der Drohnenabwehr für diese Insel vorbeigebackt und ihr seht hier, offensichtlich ist das Golem Island. Dort hat er sogar ein spannendes Terminal gefunden, was ich euch gleich zeige. Das sieht mega abgefahren aus. Und in dem Vulkan ist wohl irgendwas drin. Die Minimap fängt an zu flimmern, wie wir das von EMP-Granaten kennen. Im Meer davor soll sogar ein neuer PC stehen, also ein riesiger Computer soll da irgendwie drin sein, wahrscheinlich im Meer, damit der gekühlt wird. Und hier um diesen Vulkan ist auf jeden Fall eine Mauer drum. Heftig. Sieht einfach heftig aus, wie hier die Lava dagegen kommt. Und wir haben noch eine Satellitenschüssel, die hier in den Himmel ragt. Aber probieren wir einfach erstmal selber, da drauf zu kommen, würde ich sagen. Und schauen uns dann gleich weiter die Screenshots an. Und ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit echt Startprobleme mit Breakpoint. Das letzte Mal hat es irgendwie 10 Minuten gebraucht, bis es bis zum Login gekommen ist. Und das Ganze ist natürlich auf einer SSD installiert. Und hier im Game seht ihr natürlich nochmal den Year One Pass oder beziehungsweise Plan. Und hier ist, wie gesagt, das Raid Update Project Titan. Es wird dann auch noch weitere Raids geben, die später kommen. Zwischen Februar und Mai kommt dann der zweite Raid und Juni bis September 2020 kommt dann der dritte Raid. Und vielleicht fürs zweite Jahr auch nochmal. Das hängt aber vom Erfolg des Spiels ab, würde ich sagen. Ja, und die anderen Updates, die klären wir vielleicht mal in einem anderen Video. Apropos anderes Video. Schauen wir uns hier einmal diesen Knotenpunkt an. Ein mysteriöser technischer Monolith mit verschiedenen Funktionen. What the heck? Was für ein Teil ist das? Das sieht einfach nur komisch aus und ein bisschen abgespaced. Man beachte natürlich die abgeflachten Ecken, wie es natürlich immer aussehen muss. Wenn etwas futuristisch ist, also lasst probieren. Ich möchte jetzt nach Golem Island. Also Ventox, kannst du mir vielleicht eine Anleitung geben, wie man da hinkommt? Dann können wir hier schön Content zeigen, der alle interessiert. Golem Island. Das Ganze ist natürlich hier zu sehen. Und am einfachsten kommen wir dahin, wenn wir von hier irgendwie dann, ja, weiß ich nicht, ob wir überhaupt dahin kommen. Wahrscheinlich nicht. Man kann sich wohl irgendwie an der Drohnenabwehr vorbeibuggen. Vielleicht über den Fotomodus, vielleicht, weiß ich nicht. Bin ich sehr gespannt. Okay.
Okay, also der Fuchs hilft mir jetzt. Vielen, vielen Dank, lieber Fuchs, dass du da Bock drauf hast. Ich habe ihn gerade eingeladen und es gibt eine Möglichkeit, wie wir das tatsächlich machen können. Ein Problem, wir können nicht über die rote Linie, aber was wir machen können, ist, wir bleiben vor der roten Linie stehen und ich benutze dann die Drohne aus dem Heli raus. Wichtig ist es dabei, einen Hubschrauber zu nehmen, der die Drohne nutzen kann. Und jetzt sollte der Lachs löppen. Guck mal, da fliegen wir dahin. Das sind wir. Danke nochmal, Fuchs, dass du Lust hattest. Wie gesagt, wenn ihr selbst dahin wollt, sucht euch einfach einen Koop-Partner. Der eine fliegt, der andere schraubt an. Nee, der andere nutzt dann die Drohne und wir gucken uns jetzt das Ganze einmal an. Mega krass, er ist halt einfach schon Item Level 252. Ja moin, ich bin erst 233. So, und dann kommen wir der Insel auch schon näher. Also jetzt bin ich richtig gespannt. So, und da sind wir hier, glaube ich, an der Grenze. Und es hat wirklich geklappt, Leute. Wir sind auf Golem Island. Wie krass ist das denn? Und ich habe das Biwak da. Oh mein Gott. Vielleicht kann ich mich da sogar hinporten. Und ja, das ist Golem Island. So sieht's hier aus. Hinporten kann ich mich da tatsächlich nicht. Und ich würde sagen, wir fliegen einfach mal hier eine Runde drum und gucken, was da so Spannendes ist. Und ich würde sagen, da haben wir auch schon das erste gefunden, was spannend aussieht. Das Biwak ist hier halt wirklich im Wasser, direkt bei diesem Schiffswrack. Das sieht schon echt cool aus, finde ich. Zwei Booten so. Ist geil gemacht, auf jeden Fall. Aber man muss halt wirklich aufpassen, dass man hier auf keinen Fall irgendwie über die Linie kommt. Das sind Minen offensichtlich oder, weiß ich nicht, eine Lichtschranke für die Drohnenabwehr. Ich frage mich, ob man drunter tauchen kann. Wahrscheinlich nicht, aber das wäre cool. Ich glaube, wenn wir fertig sind, probiere ich mal, ob man da drunter durchtauchen kann. Und hier ist der fette Monolith. Das Teil sieht ja mal mega krass aus. Oh, oh, nein, 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 nein. Tödlicher Bereich. Wir sind gar nicht drüber gewesen. Oh, ich glaube, wir haben es überstanden dadurch, dass wir wieder rausgegangen sind. Sehr gut. Das ist der besagte Supercomputer, um den es vorhin ging. Alter, sick. Hier ist ein Knotenpunkt. Mysteriösischer technischer Monolith mit verschiedenen Funktionen. Hier von Skelltech kannst du sogar drin rumflattern. Geil. Was haben wir hier noch? So ein paar Gänge einfach. Okay. Ein Treppenhaus. Mal gucken, ob wir hier noch hochkommen. Ich habe kaum noch Empfang zur Drohne, aber es sieht echt nice aus. Also sieht halt aus wie sonst in der Welt, aber ein bisschen abgefahren. Ich weiß nicht, so ein bisschen mehr Hightech, habe ich das Gefühl. Aber das war's leider. Oh, oh. Gegners. Sehr guter Abschuss. Nice gemacht. Flattern wir nochmal von außen drum rum. Der Quantencomputer ist das hier. Ah ja. Hatten wir ja vorhin schon erwähnt, dass hier so ein fetter Computer einfach irgendwo im Meer steht. Heftig. Oh, kannst hier drauf gehen? Sieht aus wie ein dickes Rohr. Vielleicht kann man sogar da durchklettern. Das wäre mega cool. Und hier außen dann eben drauf über die Leiter. Wobei, das hier ist halt gesperrt. Moin Leute, rein hier. Vielleicht ist das hier so ein biometrischer Scanner wieder, dass wir irgendwie eine Leiche da hinlegen können und reinkommen. Und da hinten sehen wir schon die Lava. Ja, nice. Ich frage mich halt echt, wie die Story ist, dass wir dann auf diese Raid-Insel drauf können. Vielleicht mit einem U-Boot oder so. Also, kann ich mir momentan noch nicht so richtig vorstellen. Wir nähern uns auf jeden Fall jetzt hier diesem Vulkan. Und ich hatte ja vorhin von Screenshots erzählt, oh oh, die gezeigt haben, dass da so eine Mauer um den Vulkan ist. Und da würde ich gerne hin. So, und da sind wir auch schon in der Nähe. Hier geht der Lavafluss ins Meer. Hier siehst du die krasse Mauer. Die Mauer muss weg, habe ich gehört. Und hier ist eine Prototypenwerkstatt. Boah, das ist cool. Ein Lavadukt. Ein Bauwerk von Skelltech, mit dem man Lava und Energie zur Werkstatt leiten kann. Ah ja. Das heißt, zu dieser Werkstatt wird Lava geleitet und Energie. Nicht, um aus Lava Energie zu gewinnen oder so. Nein, Lava und Energie. Oh shit. Da ist auf jeden Fall eine Drohne. Da wird locker irgendeine krasse Drohne gebaut. Da ist noch eine Bohrinsel. Fliegen wir hier nochmal an die Werkstatt ran, würde ich sagen. Ah, jetzt ist sie auch gerendert. Nice. Und hier sieht man auf jeden Fall ein paar Drohnen. Jedes Dröhnchen gibt ein Tönchen. Und das hier, das ist eine Tarnvorrichtung. Das ist so ein Chamäleon-Zeug. What the heck? Das ist locker eine heftige Drohne. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier haben wir Wächter. Genau. Noch mehr Knotenpunkte. Boah, nice. Also ich glaube, das wird nochmal richtig abgefahren, was wir hier an Story-Content auch sehen werden. Es wird halt nochmal viel krasser als das, was wir vom Hauptland kennen. Von der Hauptinsel. Hier kommt die Kühlung her, weil für Lava brauchst du schon so ein bisschen was. Ja, genau. Hier werden Titandrohnen hergestellt. Sweet, sweet. Und da ist die Chemikalien-Pipeline. Die ist halt auch durch Wolves geschützt. Ist halt mega cool. Also ich finde so Bohrinseln irgendwie mega nice. Die sind so offen, das macht es halt so schwer, so taktisch schwer, wie ich finde. Einfach, weil du überall gehört werden könntest. Du kannst vielleicht vom Festland aus snipen, wenn es nicht allzu weit weg ist. Oder hier oben auf den Turm drauf gehen. Das ist ja mega lustig. Und hier kannst du noch diese Steuerungseinheit wahrscheinlich kaputt machen. Süß, ey. Hier einfach so ein paar Balken in Rot, Gelb und Grün. Klassiker. Auch hier wieder so ein komischer Knotenpunkt. Also die Teile sind hier komplett verstreut um die Insel. Hier sehen wir noch so ein paar Schiffswracks. Das ist auch ganz nett. Das sieht ein bisschen schwefelig da hinten aus, tatsächlich. Vielleicht ist das aber auch einfach Giftmüll. Lass uns das vielleicht auch nochmal kurz angucken. Hier haben wir noch ein Chemiewerk. Ja, das könnte wirklich Giftmüll sein, wenn es kein Schwefel ist. Das sieht cool aus. Das gefällt mir auch. Hier wieder so ein komischer Knotenpunkt. Also ich wüsste echt gerne, was das für Teile sind. Nice. So, und da sind wir auch schon hier. Satellitenschüssel auf der irgendwas. Wissen wir Bescheid. Auf Golem Island. Ah ja.
Ich glaube, da werden wir nicht so nah rankommen. Hier ist nochmal eine kleine Hütte auf dem... Alter, wer wohnt denn da? Aber ganz ehrlich, für einen Urlaub wäre sowas mega geil. Du hast halt einfach eine Hütte irgendwo im Nirgendwo. Hätte ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Und ich glaube, wirklich näher kommen wir nicht an diese Satellitenschüssel daran. Also gehen wir vielleicht mal ein bisschen höher. Da hinten haben wir noch was. Ah ja, ein antikes Heiligtum haben wir hier noch entdeckt. Genau, und das hier ist die Satellitenschüssel, mit der wahrscheinlich zum Festland gesendet wird oder so. Keine Ahnung. Scheint ja hier auch viel mit Störsendern zu geben. Vor allem, wenn man in Richtung des Vulkans kommt. Da bei der Mauer. Die Mauer muss, wie gesagt, weg. Nice. Ja, und damit haben wir, glaube ich, so von außen betrachtet die ganze Insel gesehen. Das war das, was wir bislang von Golem Island schon sehen können, was wir schon gemeinsam anschauen können. Ich fand es sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Bin super gespannt, was diese Monolithen zu tun haben damit. Hier wird der Raid stattfinden. Das ist quasi dann unser 4-Mann-Tactical-Gameplay. Es ist natürlich noch nicht abschließend klar, ob nur eine der Sachen hier der Raid ist. Zum Beispiel, weiß ich nicht, die Drohnenwerkstatt, ob die gesamte Insel der Raid ist oder ob wir die Insel normal erkunden können im Open-World-Gameplay. Oh je, jetzt fängt sie aber richtig an zu gewittern. Oder wie das dann aussehen wird, das ist natürlich noch unklar. Klar ist auf jeden Fall, der erste Raid wird auf Golem Island stattfinden. Das ist ein 4-Mann-Koop-Gameplay. Du brauchst Gearscore 150, um dem Raid beizutreten. Schau dir, wenn du dazu noch Fragen hast, auf jeden Fall mal mein Video besser werden in Ghost Recon Breakpoint an. Da zeige ich dir, wie du dich auch darauf vorbereiten kannst. 38 Kilometer vom Festland, schreibt der Fuchs hier gerade. Das ist viel. Kommt drauf an, was man jetzt als Festland sieht. Ich meine, das hier ist ja so eine Halbinsel und das ist nur 8 Kilometer. In diesem Sinne, ich hoffe, dieser kleine Ausflug hat euch gefallen, euch ein bisschen was weitergebracht. Ich wollte diese Insel schon lange mal sehen, hat mir echt mega Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnarz.